Herzlichen Glückwunsch, Chrisanthi. GZSZ-Schauspielerin Chrisanthi Kavasi hat allen Grund zum Feiern. Am Sonntag, dem 28. Januar, wird sie 35 Jahre jung. Gekrönt wird das natürlich von ihrer aktuellen Schwangerschaft. Wie es ihr aktuell geht, wie sie mit dem Älterwerden klarkommt und welches besondere Projekt sie bis zu ihrem 40. Geburtstag unbedingt erledigt haben möchte, hat sie uns im Interview verraten. Wie es aussieht, wenn ihre Rolle Laura Geburtstag im Kiez feiert. Gibt es im Video zu sehen. Chrisanthi Kavasi. Ich würde lügen, wenn ich sage, es macht mir nichts aus. Happy Birthday. Wieder ein Jahr schöner, reifer und älter. Was macht das mit dir? Vielen Dank. Um ehrlich zu sein, in diesem Jahr so gar nichts. Lacht, durch die Tatsache, dass ich mitten in der Schwangerschaft stecke, wir gerade aus Südafrika gekommen sind und so viel um mich herum passiert, ist mir erst ein paar Tage vorher eingefallen, dass ich Geburtstag habe, und das auch nur, weil meine Familie mich daran erinnert hat. Wie feierst du? Hast du einen besonderen Wunsch? Entsprechend der Umstände, lacht, wird es dieses Jahr ein sehr entspannter Geburtstag. Ich werde mit meiner Familie frühstücken und am Nachmittag noch Kaffee und Kuchen mit Freunden genießen. Okay. Jetzt fühle ich mich vielleicht doch alt, wenn ich mir meinen Geburtstagsplan vor Augen halte. Das sah vor 2 bis 3 Jahren noch anders aus. Siehe Instagram, lacht. Du bist jetzt 35, hast du Angst vorm Älterwerden? Angst ist ein großes Wort. Das Älterwerden gehört zum Leben dazu. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, es macht mir nichts aus. Unabhängig von der Optik, die sich über die Jahre verändert hat, merke ich, dass auch mein Körper mehr Ruhepausen braucht. Früher bin ich locker mit 5 Stunden Schlaf gut ausgekommen. Jetzt hängt mir wenig Schlaf schon ziemlich in den Knochen. Beste Voraussetzung fürs nächste Baby. Lacht, was ist dein persönlicher Beauty-Tipp? Auf sich achten. In sich reinhören, was braucht man gerade? Was braucht der Körper? Gute Ernährung ist da das A und O, und glaubt mir, das fällt mir manchmal auch schwer. Ich bin Griechin, viel Essen und frittierte Lebensmittel gehören da zur Tagesordnung. Lacht. Um mehr auf mich zu achten, auch bei meinem stressigen Tagesplan, mache ich 2 bis 3 Mal im Jahr eine Darmsanierung. Das ist für mich gesundheitlich nicht nur eine Geheimwaffe, sondern auch beautytechnisch das Beste, was man machen kann. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Ich würde ihr sagen, dass sie mehr auf sich und ihre Wünsche vertrauen kann. Als ich so jung war, habe ich oft an mir und meinen Wünschen im Leben gezweifelt, und das hat mich schon ein paar schlaflose Nächte gekostet. Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob ich alles richtig mache. Der nächste runde Geburtstag ist der 40. Gibt es besondere Ziele, die du bis dahin noch erreichen willst? Puh, das ist schwer zu beantworten. Lacht, es gibt auf jeden Fall mehrere Dinge, die bei mir anstehen. Neben der Schwangerschaft stecken wir mitten in der Planung eines Eigenheims. Da habe ich riesigen Respekt vor, freue mich aber ungemein, wenn das abgeschlossen ist. Und ich möchte neben GZSZ gerne noch in anderen Produktionen mitwirken. So sehr ich Laura auch liebe, ist es immer schön, für ein paar Tage in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und eine Herzensreise möchte ich noch mit der Familie unternehmen, das wäre Australien und Neuseeland. Das haben wir schon seit Jahren vor, nur gab es noch keinen guten Zeitpunkt.